Hallo du, da ist wieder die Gabi und ich bin heute im schönen Spertental unterwegs. Momentan bin ich gerade am geografischen Mittelpunkt der Kitzbüheler Alpen und da habe ich mir gedacht, das passt eigentlich total gut zu meinem heutigen Thema dazu. Ich bin schon das eine oder andere Mal gefragt worden, was es mit meinem Programm auf sich hat, weil das heißt ja, hol dir die Kraft der Berge. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn nicht da, wo dann? Und ja, was ist das? Also stell dir mal vor, du hast so einen großen Berg vor dir, einen mächtigen, der so ganz selbstsicher dasteht. Und wenn du da weiterfährst, dass du dich zu deinem eigenen Berg entwickelst, das ist dann so, wenn du den Gipfel des Berges hernimmst, da hast du die Klarheit und die Weitsicht. Das ist da, wo du deine Visionen hast, wo du weißt, was dir gut tut, was du brauchst, wie dein Weg ausschauen soll, wie du mit dir selber umgehst, welche Beziehungen du haben möchtest, welche Bedürfnisse du auch hast, wie du dir erfüllen kannst. Dann, wenn du hernimmst, den Fuß des Berges, das ist dein starkes Fundament, das ist die Ausgeglichenheit, das ist die Standhaftigkeit, das ist das, wo dich nicht so schnell erschüttert, weil du weißt, du bist in deiner Mitte, du bist ausbalanciert und es geht da einfach gut dabei. Und wenn man so einen Schrei gegen einen anderen Berg wirft, dann kommt das in der Regel als Echo zurück. Und ich verstehe das Echo als erfolgreiche Kommunikation. Das ist das, wie du mit anderen sprichst, wie du auch mit dir sprichst und wie du in Austausch gehst und ja, wo einfach jeder in deinem Umfeld inklusive dir zu mehr Erfolg kommt. Wenn du mehr wissen willst, freue ich mich, wenn du mich auf meiner Webseite besuchst. Das ist gabirieser.com. Ich sage wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich werde jetzt mit meinem frischen Käse nach Hause gehen und den dann genießen. Hab ganz eine wunderschöne Zeit und überleg dir mal, wie schaut denn dein Berg aus oder was brauchst du, dass du richtig ja, von oben bis unten gut ausbalanciert bist und dass du einfach gut gehst. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!